Freitag bringt frische Eurozone-Inflationszahlen und diese sind definitiv eines genaueren Blickes wert. Aber der Zeitplan beginnt um 6 Uhr mit den deutschen Einzelhandelsumsatzdaten für Mai. Der Umsatz hat sich im April vermindert und die 0,2%ige Zunahme vom Vormonat gelöscht. Das Schweizer Kaufkonjunkturbarometer für Juni folgt eine Stunde später. Der Index ist im Mai um 4,7 Punkte gestürzt, bleibt aber immer noch über dem langfristigen Durchschnitt. Der genau beobachtete deutsche Arbeitsmarktbericht für Juni erscheint um 5:08 Uhr. Im Mai kroch die Arbeitslosenquote noch niedriger, obwohl sie ohnehin auf dem tiefsten Niveau seit Jahrzehnten stand. Die endgültigen britischen BIP-Daten für das erste Quartal werden um 8:30 Uhr vorliegen. Nach der vorläufigen Schätzung macht das Quartalswachstum nur noch 0,2% aus, was die niedrigste Marke seit 4 Jahren ist. Der britische Dienstleistungsindex für April erscheint zur gleichen Zeit. Im Bericht für das erste Quartal wurde eine deutliche Verzögerung festgestellt. Der genau beobachtete vorläufige VPI der Eurozone wird um 9 Uhr veröffentlicht. Und diese Version ist noch wichtiger als sonst, weil der EZB-Präsident Mario Draghi neuerdings einen aggressiveren Ton genommen hat. Dennoch wird eine schwächere jährliche VPI-Leistung erwartet, was der Haltung von Draghi widerspricht. Als nächstes werden um 12.30 Uhr private Einnahmen und Ausgaben in den USA für Mai veröffentlicht. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben nahmen im April beschleunigt zu. Ein wichtiges Release für Loonie-Dollar-Händler, das kanadische BIP für April, ist zu diesem Zeitpunkt auffällig. Das BIP hat im März deutlich mehr als erwartet zugenommen. Und dies hat Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung hervorgerufen. Der Chicago PMI für Juni folgt um 13.45 Uhr. Im Mai ist der Index auf ein 2-Jahres-Hoch gestiegen, obwohl der ursprüngliche Bericht versehentlich einen Rückgang verzeichnete. Und die endgültige Version von University of Michigan Consumer Confidence für Juni erscheint um 14 Uhr. Nach der ersten Schätzung lag der Index auf einem 7-Monats-Tief und diese Zahl kann eventuell bestätigt werden. Ich bin Jack Everett und dies war der Wirtschaftskalender für Freitag, den 30. Juni. Unser nächster Kalender wird die wichtigsten Pressebericht für Montag beleuchten.